Samir Kadaskevic muss eine ganze Reihe von neuen Spielern in seine Bregattner Mannschaft integrieren. Neue Gesichter auch beim FC Wels, der ja jetzt mit der Hertha eine Spielgemeinschaft bildet. Der Naturrasenplatz in Bregatten erstaunlich gut in Form. Hier hat es im Verhältnis zu anderen Orten deutlich weniger geregnet. Die erste Chance haben die Gäste und 2:07. Hier Wels-Trainer Josef Bögl. Man merkt beiden Teams noch gewisse Abstimmungsschwierigkeiten an. Hier bei einer Möglichkeit der Hausherren. Lukas Burgstaller mit dem Kopf in 1:27. Simon Busch dreht das Spielgerät über die Latte. 53 Zuschauer in der Kornspitz-Arena. Und hier noch einmal die Chance des aufgerückten Verteidigers. Bregatten mit etwas mehr Spielanteilen. Die ganz großen Chancen aber Mangelware. Auch Juan Bohenski lässt sich das Match seiner Welser nicht entgehen. Und die kommen zu einer Dreifachchance. Es ist bereits die Überspielzeit der ersten Hälfte. Die Welser setzen sich am Strafraum fest. Stefan Holzinger mit einem Schuss aus 20 Metern, Abwehr Gruber, Chance für Bleuer und Querlatte. Der Ball aber immer noch heiß. Doch Bregatten kann aufatmen. Hier hätten die Gäste eigentlich in Führung gehen müssen. So bleibt es aber bei einem Zwischenstand von 0:0 nach 45 Minuten. Die Stimmung im Bregatten ist aber auch zur Pause noch ziemlich gut. Minute 59, Ecke Blutsch, Petrovic mit dem Kopfball, aber knapp über die Latte. Bregatten wird immer stärker, aber das Runde will immer noch nicht ins Eckige, um wieder mal eine Floskel aus dem vorigen Jahrtausend zu bemühen. Die Gäste jetzt selten in Strafraumnähe, der Bregattner, Kapitän Mehdi Sulimani, aber der eingewechselte Stuchli kommt zu spät. So tröpfelt die Partie dahin, Minute 85, noch immer kein Treffer. Jetzt vielleicht, ja, Lukas Grüner und das 1:0. Auch wenn es kein großes Match ist, den Sieg würden sich die Gastgeber schon verdienen. Lukas Grüner, der 21-jährige Mühlviertler, macht das ziemlich abgebrüht. Die Nachspielzeit, noch einmal Bregatten. Petrovic, einige stolpern vorbei, wieder Lukas Grüner mit dem Stangelpass und jetzt schlägt Daniel Petrovic zu, 91. Minute, das 2:0 und die Entscheidung. Die Spielgemeinschaft Algenmax Bregatten bezwingt zum Meisterschaftsauftakt das FC Wels-Team mit 2:0. Ja, es war ein hartes Stück Arbeit. Die Wölser haben es uns sehr schwer gemacht. Ist auch im Vergleich zum letzten Jahr eine viel bessere und kompaktere Mannschaft. Aber ich glaube, letztendlich waren trotzdem wir aktiver und haben sie den Sieg auch verdient. Ja, wir haben sie natürlich viel mehr vorgenommen. Erste Halbzeit waren wir eigentlich gut in der Partie, haben dann auch den Lattenschuss gehabt und haben es aber einfach nicht über die Linie drüber gebracht. Und zweite Halbzeit dann, ich finde, dass uns einfach ein wenig die Luft ausgegangen ist, dass wir die zweiten Bälle im Mittelfeld einfach nicht mehr gehabt haben und dann sind sie einfach stark geworden. Man merkt, das Spirit im Training ist super und die Jungen, die in euch gekommen sind, haben sich alle voll rein. Und ja, mit dem Dreier jetzt haben wir auch das nötige Selbstvertrauen an uns geholt und hoffentlich die nächsten Wochen weiter erfolgreich bestreiten zu können. Oberstes Ziel ist ganz klar natürlich langfristig die Liga zu halten, also auf keinen Fall einen Abstieg. Für das werden wir, für das wird der ganze Verein alles da und das ist einfach das oberste Ziel.